Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Wollen wir gehen? Geht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Okay, wir gehen. Der kleine Sean möchte nach Hause. Der eine Junge da hinten sieht auch richtig traumatisiert aus. Ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Ach nein. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ja, aber es kann nie wieder so sein. Das ist ja das Traurige. Und vielleicht ist genau der richtige Weg, sowas zu vergessen. Die Verdrängung. Ablenkung. Und einfach nicht weiter drüber nachdenken. Möchtest du was essen? So. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Ja. Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Hey, wo ist denn hier der Ticketverkauf? Da hinten. Ah, da hinten. Einmal. $1. So. Da geht's los. So. Ich finde solche Schaukelpferde übrigens übelst creepy irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie würden die auch gut in Horrorfilm passen. Und dann kriegt er wieder so Hallos. Alter, bei denen ist, glaube ich, irgendwas bei den Unfall vielleicht den Kopf kaputt gegangen. Also so richtig hart, irgendwelche Hirnverletzungen, dass er Probleme hat, vielleicht irgendwie so mit so sich erinnern und vielleicht manchmal so Blackouts und so. Oh nein, war. Sorry, das habe ich jetzt gerade gar nicht gecheckt. Aber er ist ja weggesprungen. Aber hä, wo ist er? Sean! Sean! Oh nein, diese Situation kennen wir doch irgendwie, da wo wir ein Kind suchen. Sean! Sean! Okay, wo sind wir jetzt? Okay, und dem Spielplatz, er ist weg. Aber er muss ja irgendwas getan haben. Das Kind ist ja nicht einfach so weg gewesen. Hey, das ist ein Rucksack, oder? Jetzt ernsthaft. Das ist gar nicht so cool. Alter, vor allem, wie erklären wir der Mutter, dass jetzt auch nur das zweite Kind weg ist? Oh Gott. Was ist? Sean! Sean! Was ist, ich krieg's, ich hab's gerade irgendwie nicht so mitgekriegt, weil ich dachte, ihr unterhaltet euch einfach so im Chat und verarscht euch einfach gegenseitig. So Friendship-mäßig. Okay, er ist nicht da. Er ist nicht da, scheiße. Ich kenne die nicht, die Laisaya. Nein, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Sorry, warte, ich habe keine Ahnung, um was es jetzt gerade geht. Ich habe gar keine Ahnung. Ich war so fokussiert auf diesen Spielablauf und Sean zu finden, nachdem wir Jason verloren haben. Ja. Wir haben wieder einen Bonus freigeschalten.
Okay, jetzt sind wir wieder der FBI-Ermittler, der sich, glaube ich, da am Bart ein bisschen geschnitten hat. Mal schauen. Schon 3 cm Regen. Wie groß ist so ein Kind? Ein Meter? Okay. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Okay. Unsere Schuhe sind entweder richtig teuer und luxuriös oder richtig dreckig. Ich entschließe mich für hässlich und dreckig. Bisschen Gymnastik hier machen. Okay. Jetzt haben wir wieder diese coole Brille auf. Okay. Oha, jetzt hat er einfach so einen imaginären Ball. Nicht ausschalten. Nicht ausschalten, das wäre eine schlechte Idee. Und du auch nicht. Geiles Spiel, Bro. Das ist echt cool. Und ich denke mal, tatsächlich, wenn es sowas in echt geben würde, das wäre voll der Verkaufsschlager. Okay, aber jetzt hören wir mal auf, weil wir werden ja schon blöd angeschaut von den Polizisten da. Nimm mal die Brille mal ab. So. Wer ist da? Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Hallo. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Sie hatten einen Jason, jetzt haben wir einen Jaden. Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Hey, Jaden! Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Ja, da waren wir bei Lieutenant Blake. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Was? Ich muss Ihnen eine Krawatte binden? Das FBI, aber die Presse lagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischt uns und ist jetzt nein. nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon. Wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir, alles andere geht mich nichts an. Rüber hoch. Natürlich nicht. Wir machen ihn einen wunderschönen Knoten in seine Krawatte. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Vor allem, was er für einen Abstieg hat. Von Beamten zum. Hoffentlich können Sie besser Profile erstellen als Knoten binden. Ey, das eigentlich hat das voll gut geklappt. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Yay. Sir. Willkommen im Club, Jaden. So. Habt ihr Probleme mit Urheberrecht? Das war nicht meine Lieblingsgesetzessache, aber grundsätzlich kenne ich mich damit tatsächlich auch ein bisschen aus.
Okay, wir können ihn zuschauen. Die Leiche von Jeremy Rose wurde heute Morgen in einer abgelegenen Gegend im East End etwa um 6:30 gefunden. 5 Tage nach dem Eingang der Vermisstmeldung. Okay. Da gibt's Fragen. Sie sagten, die Handschrift würde auf den Origami-Killer hinweisen. Was heißt das genau? Ja, ich vermute tatsächlich, dass das hier der Ermittler ist und der das jetzt herausfinden muss, wer der Origami-Killer ist. Und wir sehen es ja aus mehreren Perspektiven. Ich kann mich da so reinstellen noch dazu. Ja. Ja. Hat der Mörder eine Nachricht hinterlassen, die sein Handeln erklärt? Eine Lösegeldforderung. Ja, ganz ehrlich, das ist ja schon ein bisschen krank, auch mit der Idee, das sind so Ritualmorde, das ist nicht gut. So. Dann schauen wir mal. Haben wir irgendwas, was wir sagen können? Ich habe Blake bei meiner Ankunft gesehen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Blake? Was noch? Ich glaube, ich brauche einen guten Kaffee. Brauchst du nicht. Kaffee ist überbewertet. Hier, Charlene. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Gerne. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. So. Wow. Ich glaube, er hat einfach den Abstellraum bekommen. Das sind Spinnweben. Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Geil. Ich habe also den Abstellraum, da wo vorher der Hausmeister wahrscheinlich drin gewohnt hat, für als mein Büro erhalten. Das heißt, man sieht ja schon wieder, wie beliebt ich hier bin. Okay, Zeit zu arbeiten. Ja, Zeit zu arbeiten. Ich sehe schon, wie sehr wir hier arbeiten werden. Nein, jetzt brauche ich hier wieder die Maus. So. Und jetzt setzen wir uns da mal hin. Schmeißen wir einfach den Tisch vielleicht um. Macht auch keinen Unterschied. So, und dann nehmen wir wieder die Maus, dass wir uns da wieder hinsetzen können. Okay, was haben wir da? Wenn wir da jetzt. Okay, wir stellen jetzt einfach unser digitales Büro vielleicht. Dann interessiert es uns nicht, wie schäbig es hier aussieht. Das Büro wechseln. Ah, das geht. Bald. Nein, ich finde Bilder richtig scheiße. Was ist das?
Wüste oder anderer Planet. Ach du heilige Scheiße, wer will denn da arbeiten? Da wäre ein Wald nur schöner. Was haben wir da noch? Da. Okay, ich habe Höhenangst, aber das ist nicht mal ganz so scheiße. Was ist das? Unter Wasser? Unter Wasser ist das schön, oder? Ja, komm. So, Hinweise. Also, wir haben Reifenspuren. Oh, steht einfach auf Englisch auch drunter. Die Origami-Figur, können wir die mal analysieren? Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Okay, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye. Heavy Rain. Bis dahin. Bye.